hold up, we bacon like soda, bacon like pork products. Here come the shogun with no gun. Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Review und zwar heute von dem Paintball-Mod, der auch für die 1.4.6 geupdatet ist. Ihr braucht dafür wie immer Forge. Installation ist ganz einfach, paintball.zip-Ordner in den Mods-Ordner, der generiert wird, wenn ihr Forge installiert habt. Wenn ihr nicht wisst, was Forge ist, ich habe dazu auch ein Tutorial mal gemacht, also einfach auf meinem Kanal nach Forge suchen. Und ja, also ich würde sagen, ich fange direkt an, weil dieser Mod ist sehr umfangreich und ich versuche das alles hier so kurz wie nur eben möglich zu halten. Ich habe hier schon so eine kleine Fläche aufgebaut mit so ein paar Opfern, also mit so ein paar Schafen. Hier seht ihr schon so ein Häuschen. Und zwar, wenn ihr im Inventar seid, sieht das alles hier ja so aus. Allerdings könnt ihr oben jetzt auch weiterklicken und das hier, Moment, da auf Paintball. Und das hier sind alle Sachen, die durch den Paintball-Mod hinzugefügt werden. Das sieht jetzt erstmal krass viel aus, ist es aber gar nicht, weil das jetzt zum Beispiel das Einzige, was hinzugefügt wurde, dieses Rote. Das Gleiche gibt es dann nochmal für Orange, Gelb, Grün, Blau und Lila. Genauso wie hier oben die Insta-Bases und die Scanner. P für Purple, O für Orange, R für Red, Y für Yellow und Green, G für Green und ja, Blue für Blue. Das Ganze ist hier auch bei den Waffen auch nochmal beschriftet, also mit R dahinter für Rot, also für Red, für Orange und alles mögliche und so weiter und so fort. Wir haben hier Pellets, wir haben hier Riffle, wir haben Sniperwaffen, Launcher, Shotguns, ganz normale Pistolen, Remote-Sachen, Paintbrushes, alles mögliche haben wir hier. Und zwar das erste ist, ich habe hier alles schon so ein bisschen abgerodet. Hier ist noch so ein blöder Setzling, den kann ich mal kurz wegtun. Das allererste, was ihr machen müsst, das habe ich davon auch schon gemacht. Ihr nehmt euch eine Instabase, platziert die irgendwo, macht da Rechtsklick drauf. Wow, ich bin jetzt in der Wand drin, das war jetzt nicht so toll. Und dann habt ihr hier halt schon so eine Base aufgebaut. Eigentlich, wenn ihr die irgendwo hinsetzt und da Rechtsklick drauf macht, dann spawnt ihr halt da drin. Ich weiß nicht, kann ich hier nochmal eine aufbauen? Ich glaube, das funktioniert nicht. Nee, und zwar steht dann da, not enough space, try finding an area with less blocks. Da kann ich jetzt hier die ganzen Sachen einfach mal wegmachen. Rechtsklick, dann wird hier noch eine generiert. Naja, also das ist so eine Instabase, die werden halt so gebaut einfach, normal von dem Spiel. Wir haben jetzt zwei blaue, das ist jetzt natürlich ungünstig, weil blau jetzt im Gegensatz zu den orangen da hinten in der Unterzahl ist. Aber naja, ich versuche euch das trotzdem mal zu zeigen. Und zwar haben wir hier die Scanner, das sind ganz normale, wie halt hier schon gezeigt, da Scanner B, Blue. Das sind ganz normale Trittplatten, wenn man da drauf geht, dann geht die Tür halt offen. Allerdings bin ich da noch keinem Team. Deswegen haben wir hier eine Kiste drin, da steht Pot drin, Weapon Rack, Armor Rack, Medkit, Paintbrush, Flag, Pot, Weapon Rack, Armor Rack, Medkit, Paintbrush. Also alles zweimal bis auf die Flagge, die Flagge braucht man halt nur einmal, weil man eigentlich auch immer zu zweit spielt. Also ich stelle die Sachen jetzt einfach mal hin, das ist ein Medikit. Da ich im Creative Mode bin, kommen die Sachen jetzt auch nicht aus meinem Inventar raus. So, das sind nämlich erstmal so die Sachen, die euch alle gegeben werden. Wir haben jetzt hier noch so einen Paintbrush, aber das ist eigentlich erstmal relativ egal. So, und zwar erstmal, damit ihr in ein Team kommt, müssen wir auf Armor Rechtsklick machen, dann bekommen wir hier die Armor. Die können wir uns mal einfach hier anlegen und zwar sehen wir nun so aus wie ein ganz normaler Paintball-Spieler halt. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Paintball gespielt hat, ich persönlich nicht. Würde ich allerdings gerne mal machen, allerdings sieht so halt die Rüstung dann aus und dann sind wir in Team Blau. Und wenn wir nun auf diese Sachen drauf treten, dann kommen wir hier auch rein. Aber allerdings kommen wir nur in die blauen Gebäude rein. Und zwar interagiert quasi unsere blaue Rüstung dann mit diesen blauen Platten. Wenn ich nun hier auf eine Orange gehe, können wir da natürlich nicht rein, weil das ist die Base von dem orangen Team. Ihr denkt jetzt bestimmt, hä, wo ist denn da ein Team? Also das ist eigentlich für Server gedacht, die Mod, die Modifikation. Deswegen habe ich ja auch gerade kein Gegner-Team. Allerdings, naja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und naja, ich habe jetzt hier schon aufs Medikit drauf gedrückt, das war jetzt gerade ein bisschen doof. Und zwar, wenn ihr irgendwie verletzt seid oder so und ich drücke hier drauf, dann seid ihr halt wieder voll mit eurem Leben. Und ja, hier ist halt auch die Armor, also wenn eure Armor jetzt irgendwie kaputt ist oder so, könnt ihr hier auch die Armor auffüllen. Da seht ihr schon da, das ist ein bisschen runtergegangen. Und wir klicken jetzt einfach mal hier auf die Pistolensachen, das könnt ihr euch alles nur einmal holen. Und dann haben wir hier halt die Pistolen. Die packe ich mir mal alle kurz ins Inventar, um euch das ein bisschen zu zeigen. Und zwar fangen wir mal einfach ganz einfach an. Wir haben hier Remote. Ich habe keinen C4. Wo habe ich denn mein C4? Da ist C4. Und zwar erstmal fangen wir an mit C4. Wir können jetzt zum Beispiel, wenn da irgendwie einer gerade am Campen ist, kommen wir von hinten an. Hehehe, schmeißen da C4 hin, nehmen die Remote. Warte. Moment. B. R. Hallo. Wie funktioniert denn das jetzt hier nicht? Have not connected to it. Also ich weiß gerade nicht, was das hier für ein Fehler ist und wie wir das C4 dazu connecten können. Hallo. Warte. Das ist doch C4. Das heißt, ich habe hier dann ganz viel C4. Drücke Remote. Naja, ich weiß nicht genau, wie das funktionieren soll, aber okay.
Also eigentlich sollte es dann so sein, wenn ihr hier Rechtsklick drückt mit der Remote-Taste, dass ihr dann das C4, sage ich mal, auswählen könnt. Also ihr seht auch schon, C4 ist so wie Gravel, das fällt halt runter. Ah, jetzt funktioniert's. Das verstehe ich jetzt nicht. Ach so, ich habe die ganze Zeit Rechtsklick gemacht, das war das Problem. Ah so. Oh Gott, das habe ich ja total vergessen. Also ihr müsst halt C4 hin tun, dann mit der Remote-Taste Linksklick drauf, da steht also C4 is now connected to the remote. Wenn er dann hinten in einer hinläuft, boots. Und dann explodiert das. Also das habt ihr jetzt gerade nicht gehört, aber naja, also so, Moment. Boom. Also macht halt nur einen kleinen Schaden und macht halt in der Umwelt allgemein keinen Schaden. Das ist eher unnötig jetzt erstmal. So. Allerdings, wenn Gegner halt kommen, dann macht das schon einen gehörigen Schaden. So. Dann haben wir hier die Pistole. Das ist ganz einfach. Halt eine Waffe, womit ihr halt schlagen könnt. Ihr müsst Linksklick machen, dann könnt ihr halt so schießen, so anvisieren. Dann macht ihr Rechtsklick. Rechtsklick. Schießen. Habe ich überhaupt Munition, frage ich mich gerade. Weapon Rack, Pot, Armor. Eigentlich habe ich ja Munition. Naja. Dann haben wir hier noch eine Sniper. Mit der können wir auch ganz einfach schießen. Hä, wie schieße ich denn? Bin ich jetzt total bescheuert? Naja. Ihr habt halt hier verschiedene Waffen, mit denen ihr dann auch schießen könnt. Irgendwie kackt das gerade bei mir hier alles ab. Die FPS-Zahlen sind auch ein bisschen komisch. Mit Linksklick zoomt ihr auf jeden Fall erstmal ran. Wie genau ihr schießt, das weiß ich jedenfalls erstmal noch nicht. Könnt ihr mir ja in die Kommentare schreiben, aber ich verstehe das gerade nicht, wieso ich hier nicht schießen kann. Habe ich keine Munition oder was ist jetzt hier das Problem? Da kann ich gar nicht auf Schafe schießen, ich weiß es nicht. Moment. Moment, das müssen wir doch mal ganz kurz. Medikit, Armor Rack. So, Armor Rack. Ziehen wir mal dahin. Ja, Pistole. Drauf. Hier ist aber auch Port, Helmet, bla bla, Chest, Claymore. Naja, ich würde sagen, wir machen erstmal weiter, wie man jetzt genau mit den Sachen hier. Ah, hä? Hier funktioniert es jetzt wiederum mit dem Schießen. Hä? Und jetzt funktioniert. Ja, sorry, Freunde, aber. Das Problem ist gerade, bei diesen Sachen funktioniert es. Wenn ich hier mit schieße, wartet. So. Zum Beispiel damit, das funktioniert perfekt. Das klappt alles super, aber bei den anderen Waffen klappt das nicht. Also irgendwie spackt bei Minecraft gerade ab. Naja, ihr könnt es ja eigentlich selber ausprobieren. Das hier sind. Wow, ja, jetzt habe ich gerade schon wieder eine geworfen. Das hier sind Granaten, die könnt ihr ganz. Oh, jetzt habe ich alle schon getötet. Die könnt ihr ganz einfach werfen mit Rechtsklick und dann explodieren die. Machen halt auch einen gehörigen Schaden. Also ich kann jetzt hier mal eine auf das Schaf da werfen. So, das ist direkt tot. Ich schmeiße mal so ein paar Teile rein. Bringt das natürlich nicht viel, weil da keine Blöcke explodieren können. Aber naja. Und das letzte, was es noch gibt, ist eine Claymore. Und zwar haben wir hier noch ein Schaf. Und zwar, wenn ich da eine Claymore hinsetze. Und, jetzt komm noch hier. Nein, komm. So, wenn ich da eine Claymore hinsetze und das Schaf. Naja, das war jetzt blöd. Und das Schaf bewegt sich und läuft quasi da durch. Warte, hier ist ein Schaf. Ich versuche das mal da so herzuschubsen, dann seht ihr es. So. Dann explodiert das Schaf, wenn es da durchläuft. Und zwar, wenn man selbst da durchläuft, passiert nichts und ihr könnt halt einfach draufschlagen, dann bekommt ihr die Sachen immer wieder. So, das war's erstmal alles. Wir haben hier noch eine Flagge. Die könnt ihr irgendwo hinstellen und dann müsst das gegnerische Team die Flagge halt einnehmen. Und ihr dann die Flagge vom gegnerischen Team. Und die kommt halt meistens irgendwie, keine Ahnung, hier oben drauf oder so. Oder halt irgendwo auf dem Boden in der Nähe von eurer Basis. Und naja, das ist auf jeden Fall erstmal der Paintball-Mod. Ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen zeigen. Trotzdem tut es mir leid dafür, dass hier so ein paar Sachen nicht geklappt haben. Wie zum Beispiel das Schießen mit dem Sniper-Gewehr. Da habe ich echt keine Ahnung, warum das nicht funktioniert hat. Oder ob ich da ganz einfach jetzt irgendwie noch Munition für brauche oder. Naja, ich weiß nicht, woran das liegt. Tut mir auf jeden Fall leid, Freunde, dass das mit der Sniper nicht so ganz geklappt hat, wie ich euch das zeigen wollte. Allerdings kann ich euch sagen, die Sniper ist das beste Gewehr in dem kompletten Spiel. Also ein Schuss und der Gegner ist tot. Und geht halt auch auf lange Entfernung. Also ihr könnt halt von hier bis da hinten zu der Tür hinzoomen. Und der zoomt dann halt auch. Ich höre hier irgendwas laufen. Der zoomt dann auch langsam wieder zurück. Also das ist ganz cool gemacht. So, ja, das war der Paintball-Mod. Ich würde dem Paintball-Mod, einfach um mal wieder ein paar Mods zu bewerten, ich würde dem Mod eigentlich, beziehungsweise der Mod heißt es ja, aber ich sage halt der Mod, ich würde dem Mod eigentlich 9 von 10 Punkte geben, da, naja, also eigentlich ja 10 von 10, ich sag mal 9,5 von 10, weil der einzige Fehler, der mir aufgefallen ist, wenn man diese Sachen, also wartet mal, ich zeige euch das mal anhand von hier, diesem Beispiel, ich kann hier zum Beispiel keinen Links hinbauen und was mich wünschen würde, wenn, wenn diese Grasteile da nicht mit einberechnet werden, weil wenn ich jetzt hier die Bäume wegkloppe
und ein so ein Grasbusch-Ding hier steht, dann wird das Ding nicht gebaut, das Häuschen, weil dieses Grasbusch-Teil da halt steht. Das ist halt ein bisschen doof. Naja, das ist halt erstmal die Modifikation Paintball. Und ja, Download, Facebook, Twitter ist alles in der Beschreibung. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Tschüss.